Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Part von Shin Megami Tensei 5. Ich weiß, dass ich diesen Satz schon mal gesagt habe, aber dieses Mal meine ich ihn ernst. Leute, dies könnte der längste Part von allen werden. Okay. Du willst bitte wie viel? Nee, dann lass mir das mal. ...66.000, so viel habe ich doch nicht. Okay. Dann macht das mal Meisty Deck. Dich habe ich ja schon in meinem eigenen Team. Dich kriege ich locker platt. Vor allen Dingen, wo ich fast 20 Level über dir bin. Ihr seid keine Gegner. Ich gehe jetzt einfach auf Vernichtung bei denen. Hast du fein gemacht? Hast du fein gemacht. Perfektes Team gegen die. Reisender Meere. Einer ist schon mal weg. Ich glaube, den Rest kann ich mit Autokampf fertig machen. Brauche ich nicht mal wirklich selber kämpfen. Die können sich ja eh nicht wehren. Oh, die müssen alle zusammen sterben. Okay. Das ändert die Situation. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sich gegenseitig wiederholen. Das ändert alles. So. Donner der Wahrheit ist, glaube ich, hier in der Situation besser. Ich mach mal einen leichten Angriff auf ihn. Ja, die müssen zusammen sterben. Okay, gut zu wissen. Dann mache ich jetzt erstmal das auf ihn hier. Dann schwäche ich die runter, dass die ungefähr alle gleich sind und töte die alle gleichzeitig. Da ich ja jetzt weiß, dass es nichts bringt, sie einzeln zu töten. So, der ist jetzt fast tot. Dann machen wir einen Angriff auf ihn. Am besten mache ich jetzt auch nur Donnerbrausend auf den da. Scheiße, er ist gestorben. Wie gemein, dass die gemeinsam sterben müssen. So, jetzt müsste eigentlich ausreichen. Ja, wenn ich jetzt nochmal in Gidola mache, dann reicht es. Gemein. Die müssen unbedingt alle gleichzeitig sterben. Ja, der wird ständig jetzt leveln. Der Hayatoho. Von den Zahlen hätte ich übrigens jetzt hier so an sowas wie Lucifer gedacht. Bei dem, der mich gerade eben noch sprechen wollte. Bei der Ebene kann man auf jeden Fall sagen, dass sie cool aussieht. Das steht außer Frage.
Und sie scheint nicht so ätzend lang zu geben wie der Tempel. Hi, Perlenkette. Danke. Danke, dass du mir zum Ende nochmal das Item vor die Nase setzen wolltest. Wer will, wer will? Das da. Noch einer will kämpfen. Toll, dass ich gerade kurz abwesend war, beziehungsweise für den kleinen Schnitt. Bei mir war jemand im Raum. Und musste kurz pausieren. Was haben die alle mit Wind? Was hat der denn für komische Zuckungen? Ach, eine Resistenz. Habe ich nicht gesehen. Mache ich mich mal stärker, damit der Steuer tot ist. Soll ich dir was sagen? Uns alle juckt Licht nicht. Nur mir macht das Schaden, der Rest blockt das. Zur Erscheinung des Landes. Schade, keine Vergiftung. Aber wenigstens sind hier die Kämpfe noch ausgeglichen. Dadurch, dass ich den Schwierigkeitsgrad hochgeschaltet habe. Wenn wir nur auf den gleichen Schwierigkeitsgrad, würde ich hier locker durchrasieren. Wie gesagt, das juckt nur mich. Der Rest blockt das. Die sind keine Gegner. Vom Prinzip her. Also ihr wisst, was ich meine. So, mit ihr greife ich einfach so an. Der blockt jetzt einmal Magie eine Runde lang, ne? Ja, dann mache ich den wilden Wirbelhieb. Und die anderen beiden lasse ich blocken. Schlaue Idee. Hey, was soll der machen, ne? Der kann mir nichts entgegensetzen. Der müsste jetzt tot sein. Nee, nächste Runde erst. Ich kann auf Autokampf einmal gehen. Der sollte keinen großen Schaden jetzt verursachen. So, Autokampf. Tschüss. Sag ich doch. Keine große Herausforderung. Oh, ich krieg hier nochmal Glorie hinterhergeworfen. Bis zum Abwinken. Sehr nett. Hier ist nochmal eine Kiste. Ist die gut? Nein. Obwohl, doch, eigentlich schon. Weil das Item, was ich gerade bekommen habe, das ist das Ich werde wiederbelebt Item. Wäre im Allgemeinen eigentlich richtig gut. Was bist du denn? Göttin Maria. Okay, wir kämpfen nochmal gegen Maria. Wir kämpfen gegen einen Gott mal wieder. Es hat weniger Abwehr. Es hat einen dicken Bauch.
Und es mag physische und Dunkelheitsangriffe nicht. Das ist sehr schön. Fion, deine Zeit ist gekommen. Deine eher weniger. Und Odin Zeit. Odin kann seinen Job erfüllen. So, Licht des Gesetzes. Wollen ja alle geboostet haben. So, erstmal Schändung des Landes. Dich machen wir locker platt. Jon muss nur einmal einen Crit machen, ne? So, gucken hier. Zack. Was er jetzt auch in der nächsten Runde machen wird. Autschen. Das hat wehgetan. Block. Okay, die kämpft mit Zorn. Ich kämpfe mit kritisch. Zack. So viel Schaden. Gungnir. Zack. Vor allen Dingen, selbst der normale Angriff ist einfach gegen sie stark, ne? Selbst Tau macht so ein bisschen Damage. Aber der wieder irgendwie, der haut ich bei S richtig rein. So, Licht des Gesetzes nochmal. Wieder das Höllenfeuer, genau den richtigen, danke. Kann es noch mehr? Ich hätte noch zürnendes Gewitter und zürnender Orkan. Alles richtig heftige Techniken. So, ciao, du blockst. Ich hab einen Crit gehabt, ja. So ein wirklich krasser Gegner war das jetzt aber nicht. Aber im Team würde sich die trotzdem gut machen. Wir haben die unbändige Himmelskönigin besiegt. Jetzt hemmten wir auch die 666.000, um den anderen da zu triggern. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zu dieser Person zurück und geben ihm kurz die 666.000 mal ab. Wenn, dann machen wir hier alles. Leute, ich war gerade noch mal beim Laden, ne? Wisst ihr, was ich da jetzt kaufen kann für 40.000? Grimoire! Nett! Nee, da gehe ich nicht hin, aber du kannst mein Geld behalten. Ich reise doch nicht jetzt nochmal zum Dämonenkönigsschloss. Das kannst du sowas von knicken. Also ich kann mir vorstellen, was für ein Gegner da wartet. Wahrscheinlich Satan oder irgendwas in der Art. Satan, Lucifer, wie man ihn nennt. Wenn noch mal ein Drachenlinienquell jetzt noch hier auf den Weg kommt, dann ja, aber ansonsten nein. Ich weiß, dass ich dann 666.000 weggeworfen habe und vom Prinzip her es andersrum hätte machen können, dass ich einfach das Geld ausgebe, Grimoire kaufe und alle mal eben kurz booste. Nebenbei, ich könnte ja, ich habe ja das ein oder andere Grimoire. Ich weiß, dass ich die auch gerade hätte nehmen können. Dann kriegen die beiden wenigstens nochmal ein Level-Up gleich. Also ich könnte die damit nochmal leveln. Da ist ein Drachenlinienquell. Ich sehe den von hier aus. Ja, ein magischer Spiegel. Danke, danke sehr. Hätte man sich schenken können.
Ist jetzt aber auch wieder nur durchlaufen, ne? Aber wenigstens ist es nicht so extrem lang. Sage ich jetzt. Chakra-Topf, der kann wegbleiben. Wenn die eh schon mitten auf dem Weg liegen, kann man sie ja mitnehmen, ne? Beelzebub. Das ist ein Beelzebub. Name? Das ist Beelzebub. Das Ding, was ich da auf Level 95 zusammenkraften könnte. Okay. Na gut, dann habe ich die Essenz, ne? Weil sie wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Da ist jetzt noch ein Drachenlinienquell. Dann machen wir mal den Herrn der Unterwelt gleich platt. Ach, das Ding. Das Ding will auch noch mal einen Kampf. Ich weiß, was es darstellen soll, aber das ist jetzt nicht so pervers, dass ich es zensieren müsste. Vor allem, das Ding kann nichts. Direkt vor mir ist eine Heilung, also ich kann ruhig raushauen. Ich hau jetzt einfach raus. Jo. Ich versuch dich zu vergiften. Schade. Ja, das ist halt eher mehr so einer, der Kameraden verstärkt. Das Ding ist aber, ich bin eigentlich so stark, dass die beiden da überhaupt nichts machen können. Vor allen Dingen, die sind beide eigentlich sehr, sehr schwach. Hier. Der mag Eis nicht, das können wir sofort ausnutzen. So, dann mache ich jetzt noch Licht des Gesetzes. Und dann machen wir bei Ose auch nochmal eben kurz Fernrohr. Holt er dasselbe Ding nochmal zurück? Ja. Okay, einfach ignorieren. Die sind anwesend. Das war's dann aber auch schon mit denen. Ein Kampf, der es wert ist, ihn wirklich großartig zu kommentieren. Das Ding macht halt nichts anderes, als diese Verbündeten zu rufen, die mit zwei Schlägen tot sind. Das ist nicht mal übertrieben, die sind wirklich so schnell tot. Komm, gib mir noch mal ein bisschen extra XP. Danke sehr. Eine der einfachsten Kämpfe. So, ich gönne den beiden noch mal in Grimoire. Die sollen leveln. So, du kriegst ein Grimoire, du kriegst ein Grimoire. Ja, und ansonsten lasse ich's. So, dann heilen wir jetzt. Der Weg zum Thron.
Und dann gehen wir nochmal zum Schloss des Dämonenkönigs. Ich kann ja da hinreisen. Und machen eben kurz den letzten geheimen Boss fertig. Da sind wir beim Thronsaal. Bist du mein geheimer Boss? Lucifer, Satan, wie willst du dich nennen? Belial. Wahrscheinlich ihn besiegen. Och nee. Ich soll durch den Tempel der Ewigkeit nochmal durchrennen. Nur um so einen komischen Typen zu finden. Ich guck mal, ob man das auf den Drachenlinien reißen sehen kann, wo. Ihr könnt übrigens daran sehen, wie viel ich damals geskippt habe. Ah, in der Haupthalle. Okay, dann ist alles easy. Michael, da bist du ja. Ah, ich habe keine andere Wahl, als ihn zu töten. Okay. Der andere, der wird mich doch 100 pro betrügen. Das ist ein Teufel. Gegen was ist der schwach? Gegen Wind natürlich. Gegen was denn auch sonst? Das, was ich nicht auf dem Level habe. Dagegen sind die alle schwach. Aua. Mach das gegen Sandalphon, bitte. So, ich mach jetzt kritisch. Dann mal Schändung des Landes bei dir. Weil ich will dich vergiftet sehen. Nehmen wenigstens nimmt er sehr gut Schaden. Das macht den Kampf wesentlich einfacher. So, wilder Wirbelhieb. Oh, sein Leben geht ja richtig fatz runter. So, hau mit Megidola rein. Der ist jetzt tot. Damit machst du mir keinen Damage. Ist jetzt eh tot. Brauchst kein Magazui sammeln. Zack. Und damit haben wir Michael vernichtet und einen Lichtsucher bekommen, plus Grimoire.
Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim Dämon. So, da sind wir wieder. Michael liegt im Grab. Oh, ich krieg seine Essenz. Danke. Bin ich noch mal stärker. Ach, der kommt einfach so in mein Team. Ich überlege gerade. Ja, komm, der Kurama Tengu. Der war schon lange genug in meinem Team. Nehmen wir den Dämon mit. War Belia nicht sogar deren Gott? Ey, euer Gott kämpft für mich. Als ob, der ist Level 92. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück. So, Leute. Dann wird es jetzt Zeit, den Thron zu beklimmen. Da ist ein Streit vonstatten. Wer streitet sich? Die beiden, okay. Beziehungsweise die vier. You damned yourself the moment you defied our infallible lord. This is the might of absolute justice. None can withstand true divinity. Now your annihilation is at hand. Dazai, let us show them the light. Er ist böse geworden. Gottes Licht, ich lache. I'm sorry, my friend. I underestimated the Archangel after all. Please, see your will to fruition. You must create the world of the gods. It's the entire purpose for our existence, brother. So now it's up to you, Algame. Tokyo is yours now. Die beiden konnten wir nicht retten. Spent on rebuking Tsukuyomi, only for another Nahobino to appear in his place. Your presence in the Empyrean can mean only one thing.
You too seek to recreate the world. However, your ambition ends here. God's order must be preserved. The throne will be mine, and the Nahobino will perish. Die Musik klingt schon mal geil. Abdeal. Das wird dein Ende. Eis. Warum immer Eis? Die Musik ist richtig geil. Warte mal. Es gibt jemanden, der besser geeignet ist. So, Reißen der Meere. Tja, Abdeal ist komplett böse geworden. Das ist doch kein Engel mehr. Eisenschlag. Wir werden die anderen beiden rächen. Nope. Tau meiner Seite kann ich nicht verlieren. Zack. Abdeal hält ja nicht sehr viel aus. So, nochmal Licht des Gesetzes. Dachenlinienquell ist ja direkt hinter uns zum Heilen. Wir sind ihr halt über, ne? Nur Ajoch eventuell nicht. Aber im Prinzip sollten wir sie platt kriegen. So, ich mach mal eine Schale der Hygia bereit. Okay. Ja, du bist aber komplett von deinem Weg abgekommen. Aua! Ich habe das Gefühl, das war durchdringend. Oh, diese Flüge, die sind eigene Kreaturen offenbar. Kann das sein? Ja. Jetzt kämpfe ich gegen mehrere. Das mag kein Blitz. Die sollte ich eventuell zuerst kaputt machen. Und das mag kein Licht. Perfekt. Und Tao, du kannst mal auch kämpfen. Zur Abwechslung. So, Hammer und auf den Arm. Und Donner brauchen auf den die Schwinge. Mache ich in der nächsten Runde kritisch. Aua. Ja, vor allem deswegen, weil das halt fast alles blockt. Belebendes Mantra kann ich erst ausprobieren, wenn einer mal stirbt. Wir können ja mal einen sterben lassen, dann sehen wir auch die letzte Fähigkeit. Aber nicht Tao. Tao soll am Leben bleiben. Stimmt, der Eiszeit ist durchbohrend. Da kann ich ihn direkt auf den Schild geben.
So, Licht des Gesetzes. Zum einen noch, um den Boost aufrechtzuerhalten. Die Schwinge muss auf jeden Fall weg. Die war richtig ekelhaft. Dann machen wir als nächstes den Arm. Vor allen Dingen habt ihr dann weniger zum Angreifen. So, göttlicher Pfeilregen. So, du kannst den Eissachenschlag wieder auf den machen. Tau, deine Zeit ist gekommen. Sie ist ja jetzt ein abtrünniger Engel. Stimmt, wollte ich nicht eigentlich kritisch machen? Verschiebt sich um eine Runde. Ich hätte jetzt extra mit Fion irgendwas gemacht, das reflektierend ist. Weil das Ding hat nichts Reflektierendes. Ohne Sequenz. Okay, jetzt legt sie richtig los. Impetus. Tja. Wenn das alles war, was du kannst, bist du jetzt weg. Dann wird Yakumo unser letzter Gegner sein, oder sehe ich das falsch? Weil aktuell stirbt er jetzt. Und sie ist ja mit Danzai jetzt gerade verbunden. Tschüss, Abdiel. Oh na, Joch-Essenz. Das war's mit ihr. Möget ihr in Frieden ruhen. Da gehen wir sofort hin. Ich will aber mich vorher nochmal hochheilen. Warum laufe ich den Weg? Zack, zack, zack. Und da Joch schon mal gegen Sandal von umtauschen. Es steht uns nur noch ein Gegner gegenüber. Vom Prinzip her. Alle anderen Götter haben wir ausgeschaltet. Jetzt kommt's. Beffel stellt sich uns entgegen.
Der Priester? Der Wandermönch? Was will der denn hier? So, you've come. This is the Hall of Creation, resting place of the throne. Now, as to who will claim it, frankly, it matters not to me. So you noticed. As if I'd ever waste my time on that wretched thing. All I want is to see it destroyed. This is the end for god and demon alike. And you are no exception! Die juckt es nicht, der geht einfach. Dass die beiden Naobino sind, war klar. Was ergeben sie? Nicht Schlange. Das ist mal ein krasser Boss. Die Musik ist geil. So, jetzt widmen wir uns wieder den Kampf. Welches Level hattest du? 83. Nüber. Die mag Feuer nicht. Damit kann ich zumindest arbeiten. Zack. Er hat man hier auch irgendwo Feuer. Ja, Pisagion. So, ich halte mich mal mit der anderen Technik hier mal zurück und mache jetzt Schale der Hygia. Weil ich gleich richtig hart heilen muss. Schade, ich kann dich nicht vergiften, aber ich kann Cannabis schön machen. Warte mal. Belial hat doch Feuerfähigkeiten. Guck mal, er wird uns im letzten Kampf tatsächlich nützen. Ich habe ihn übrigens einfach seine eigene Lizenz gefüttert. Also dann davon bleibt auf jeden Fall Fionn werde ich austauschen. Genau deswegen. So, Fionn, mach Belial Platz. Ich wette, der Plot-Twist ist gleich, dass Bethel kommt. So, Trisagion. Kannst nix, Nüva. Soll ich mal wieder den Cannabis schön? Ich muss mal kurz gucken, was ist bei ihm stärker? Stärkebasierte Angriffe. Hat er nicht. Außer Schnittregen. Interessant. Das, was bei ihm stark ist, hat er nicht.
Na komm, Tau. Dann boosten wir nochmal hoch. Damit alle ordentlich Schaden drücken. Tau ist nur zum Heilen da. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zackendinger gleich eigene Gegner werden. Wie bei Abdiel. Der Teufel bringt mir was. Schade, der Hygia wollte ich machen. Ich erinnere mich. So, dann mache ich noch einen Cannabis-Schirm. Dann können die beiden noch einen Feuerangriff machen. Mach mal Ragnarök, ich will es sehen. Das macht sogar mehr Schaden. Daneben. Das Donnerfragment wurde mit Blitzenergie aufgeladen. Ich sagte es doch, die Teile, die werden lebendig. Ich wusste es. Feuer. Einfach auf Gruppenangriff gehen, oder nicht? Guck mal, instant kaputt. Oh, das Ding wehrt sich. Wenn es kaputt gemacht wird. So, die beiden da haben gerade MP-Probleme. Machen wir mal einen Chakra-Topf mit ihr. Erstmal bei Belial. Und ich mach dann noch einmal Soma, weil Sandalphon. Weil die drücken gerade den Schaden raus. Die müssen ihre Angriffe machen können. Ich bin doof. Ich habe vergessen, dass Ragnarök mehr macht. Himmelsdrachendonner. Okay, sieht mega krass aus, dafür, dass es so schwach ist. So, Cannabis-Schirm, weil die hauptsächlich mit Nahkampf angreifen. Ragnarök. Aber erstmal kritisch. Bei mir hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht. So, die Crits werden rausgehauen. So, gibt ja nur Nova zum Angreifen. Ich hau dir die Krets in die Nase. Das ist eigentlich sogar kontraproduktiv, wenn sie die Dinger auflädt, weil ich dann einfach mit Ragnarök mehr treffe. Danke für die Heilung. Das ist genial. Ich absorbiere ihren Angriff einfach. Das ist der Boss. Ich denke mal nicht, dass der Wanderbischof uns aufs Maul geben will. Ich bezweifle das wirklich sehr, sehr stark. Du bist kein Gegner. Fall um. Stopp. Es hat mal Schaden gemacht. Jetzt mach ich Schaden. Besiegt. Das war der Endboss. Glaube ich zumindest. Es kann sein, ich glaube immer noch so irgendwie, dass es das Beffe jetzt auftaucht. Von dem ja die ganze Zeit geredet wird. Ich halte das nicht für unwahrscheinlich. To think you possessed such power.
Well done. Do what you must. The Nahobino who will take the throne has been determined. Thus, I shall fulfill my role. For ages, I have watched over this world. But at last, I can administer my duty. Goddess, it is time. To guide the Nahobino to the throne. I am grateful, Nahobino. It is thanks to you that I will soon serve my purpose. This way, please. Take the throne and become the new ruler of this world. Kein Kampf mehr? Soll mir auch recht sein. Lasst euch die Sequenz genießen. Amitabha. I exist to serve as the light of creation. Now let your will be done. By the power of the throne, may your ideal world be revealed. Well now, so this is our fated ruler. Listen well. Ich wusste es. This newfound world of yours is fleeting. Just as the last world came to an end, so too shall yours. It is inevitable, a product of nature. Do you wish to know why that is? You will find me in the realm. Das ist der finale Boss. Also heile ich mich noch mal vorher.
wenn ich darf. Nein, nicht Tau. Warum muss uns Tau am Ende noch verlassen? Das ist nicht fair. Jetzt müsste Ido nur Demeter den Heilerpart übernehmen. Na komm, Demeter. Darf ich an den Dingen hier nochmal hochheilen? Nein. Hier ist kein Drachenlinienquell in der Nähe, ne? Scheinbar nicht. Dann mache ich das eben kurz über Items. Ich hoffe, dass Demeter diesen Kampf überhaupt überleben kann. Sie ist jetzt einzig und allein zum Heilen in der Gruppe. Und ich wusste es doch, Bethel ist der finale Boss. Es war so klar. Such incredible power. No doubt means you are able to see my true form. Look upon me. Ja, mit ganz großen Augen. Um Gottes Willen. Lucifer. Der Teufel ist der Boss. And became more than he could possibly imagine. It was then I came to understand this world. Following the world's recreation, a new dot will event at which time the Nahobino of that world, this endless cycle, is the result of a spatial governing phenomenon. Do you not wish to be free of such restrictions? Die Musik von ihm macht mir mehr Angst, als dass sie cool ist. 85 ist er. Das kann Demeter überleben. Okay, seine Magie ist heftig. Und den Komete will ich nicht abbekommen. Definitiv nicht. Was für Schwächen hast du? Gar keine. Gut. Gut. Es hat keine Schwächen, Leute. Schneedregen! Das Einzige, was ihn irgendwie schaden kann, ist Schatten. Und Allmacht. Das ist doch ein Witz. Demeter, du wirst einen harten Job haben. Zum Glück hat sie Glanzbonbon. Die kann auch die Werte erhöhen. Long have I searched for a way to truly be free. At last, end me. Consume my knowledge. This is the reason for my transcendence. Burn.
Danke. Schändung des Landes. Schade, dich kann man offenbar nicht vergiften. Schade, dass er keinen Schwachpunkt hat. Aber das macht den Kampf wenigstens interessanter. Im Prinzip doch, den Feuermeteor, den kann ich ruhig abbekommen. Den anderen darf ich nicht abkriegen. Der andere kann mir richtig Schaden drücken. Aua. Was tut er? Er hat seine Resistenzen geändert? Als ob. Der ändert seine Resistenzen. Und das mitten im Kampf? Na gut, dass das Ding gegen Eis schwach ist, das hätte ich mir auch so denken können. Ich kann keinen Ragnarök machen, solange das eine Ding da ist. Aber ich muss das auch nutzen, wenn ich seine Schwäche jetzt habe. Oh, das Ding hat eh nicht viel Leben. Okay. Machen wir das Ding einfach kaputt. So, jetzt kann er das hier eigentlich recht gut ab, ne? Ah, solange das Ding da ist, ist seine Resistenz geändert. Aua. Demeters Job ist ja zum Glück das Heilen. Ich mach schnell Mediaran. Demeter wird nämlich nicht mehr drankommen. Abwehr auf maximaler Stufe, warum denn auch nicht? So, Amrita-Schauer, bitte. Komm mal kritisch. So. Ich nehme mal den Schnittregen. So. Sowas wie Soma benutze ich erst, wenn wir knapp bei keinem MP mehr sind. Lucifer scheint auch nicht sonderlich stark zu sein. Ich hätte dem Meta die ganzen Grimoire auch geben sollen. Mach mal Murakumo. Oh, das hat Schaden gedrückt. Nope. Der hier kriegt schon mal einen Soma. Demeter lasse ich sich selber hier eben kurz MP zurückgeben. Die muss heilen können. Obwohl, erstmal noch ein Glanzbonbon, danach riecht sie. Irgendwas ausgewichen. Das hätte ich sie auch selber machen lassen können. Aber der ist echt nicht krass und seine Musik ist jetzt auch nicht so, wie man jetzt denken würde. Du hast doch bestimmt mehrere Phasen. Ich kaufe dir das nicht ab. Was sind jetzt seine Resistenzen? Also das Ding macht bestimmt kein Feuer.
Eigentlich hilft er mir damit doch dann sogar, oder nicht? Was sind deine jetzigen Schwächen? Eis. Was das Ding nicht kann. Aber wenn das nur das Eis blockt, dann würde ich so trotzdem mehr Schaden drücken. Die Frage ist, greift das Ding auch an? Nein, das ist nur dazu da, seine Werte zu verändern. Eigentlich kann ich das Ding ignorieren, weil dann habe ich wenigstens eine Schwäche, die ich ausnutzen kann. Es wäre dumm, das Ding kaputt zu machen. Belia wechsle ich gleich aus. Ja, sollst du deine Kugel ruhig behalten. So kann ich dir wenigstens Schaden drücken. Ich habe sogar nur ihn getroffen. So, dich tausche ich jetzt gegen Fionn aus. Ne, noch besser gegen Ajoch. Der hat die besseren Eistechniken. Oh, dann kann er diesen Kometen einsetzen. Der mich natürlich one-hitten kann. Okay, ich habe gesehen, warum ich den vernichten sollte. Dann kann er die Kometen nämlich einsetzen. Der darf die Kometen nicht nutzen. Zumindest den Eis nicht. Bei Feuer kann es mir egal sein, aber bei dem anderen nicht. Okay, diese Kugeln, die müssen weg. Zumindest der Eis. Feuer kann ich stehen lassen. So, kann den vom Prinzip her wieder auswechseln. Ja, dann sage ich mal Fionn. Eine Wiederbelebung haben wir damit weg. Oh, man kann ja wie schön. Der heilt sich einfach, der Dreckige. Der hat beide. Okay, wir haben ja schon gelernt, die sollten im besten Falle weg. So, der muss auf jeden Fall weg. Der darf nicht stehen bleiben. Bei der Feuerkugel ist es egal, weil mit der heile ich mich sogar. Die kann da ruhig auf mich abfeuern. So, du gönnst dir jetzt den Chakra-Topf. Du musst nämlich den Heiler-Job immer noch machen. So, den Kometen kannst du gerne auf mich schießen. Nein, auf Sandalfon natürlich. So, jetzt können wir mal diese eine Fähigkeit ausprobieren. Nämlich belebendes Mantra. Und ich kann ihn sogar einfach direkt wieder jenen holen. Geile Fähigkeit. Nicht vergessen. Ach, warum wieder ich? Eis ist halt das Einzige, was mir gefährlich werden kann. Oh, ich musste nicht mal Amrita dringend nutzen. Ich finde, dieses belebende Mantra ist richtig interessant. Ich kann damit jemanden heilen und sogar aufs Feld holen. Ich nutze einfach Eiszeit. Oh, das macht sogar sehr wenig Schaden. Okay. Aber wir haben Lucifer gleich mal endlich down.
Du hast 100 pro eine zweite Phase. Ich glaub dir den Scheiß nicht. In 100 Jahren nicht. So. Jetzt werden die Crits rausgehauen. Jetzt wirst du verprügelt. Was ist das für ein komisches Leuchten, was der auf einmal über sich hat? Das macht mir Angst. Dann davon braucht das auch gerade. Velu heilt sich jetzt wieder. Ah, die Dinger wieder. Okay. Wir wissen ja, was zu tun ist. War sogar ein Crit mit bei. Weg damit. Der ist gleich tot. Kommt, Leute. Alle noch mal raushauen. Ja, wir haben Lucifer besiegt. Das war's mit dir. Damit haben wir die Welt gerettet. Hoffentlich. Ich habe die Macht. The new ruler has remade this world into one governed by a multitude of vastly different gods. The people offer their faith equally, choosing a life of diversity and building an ever-changing society. Schwer, schweben gerade alle toten Götter. This life has no doubt proven difficult for some. Those lacking convictions of their own. Those seeking answers. Those
who think for themselves and walk their own path have come together to achieve a great many things. But these irreconcilable differences in ideology have naturally given way to immeasurable conflict. The new ruler now looks upon a world plagued with strife. However, his sadness aside, he holds firm to his beliefs. To choose is far better than to be chosen for, and responsibility should fall to those who earnestly wish to choose for themselves. Ja, Leute, wir sind bei den Credits angekommen. Eine sehr schöne Hintergrundmusik, die ich aber leider ein bisschen leiser jetzt eben kurz stelle. Ja, Leute, mein Fazit zu diesem Spiel. Es ist einigermaßen gut. Man kann es gut durchspielen. Man hat lange was an diesem Spiel. Aber das Grinding in diesem Spiel, das habe ich ja schon angesprochen, ist mega schrecklich. Es gibt ein paar Level, beispielsweise das Dämonenschloss oder der Tempel von ich weiß nicht was. Die sind einfach nur zum Reiern. Da will man nicht mehr. Ja. Wir haben das Universum gerettet, offenbar. Die Götter liegen uns zu Füßen. Wir sind der neue Gott. So muss es sein. Shining ist der einzig wahre Gott. Nein, sieht das bloß nicht so. Wehe. Ja, unsere Freunde sind gestorben. Die Story vom Spiel selber finde ich ganz gut. Das Levelsystem habe ich, wie gesagt, angesprochen. Mega schrecklich. Shiva hat jetzt nicht so einen großen Unterschied, glaube ich, gemacht. Eventuell wäre diese Sequenz anders. Weil Shiva das Universum ja zerstören wollte. Und wir haben ja wirklich jeden Boss aufgehalten. Also jeden Gott. Ich denke mal, dass das einen großen Unterschied gemacht hat bei dieser Sequenz. Ein paar von den Soundtracks vom Spiel sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ich finde, das Spiel hat sich am Ende wirklich stark gezogen. Also bei euch ist jetzt die Aufnahme wahrscheinlich auch über eine Stunde lang. Bei mir ist es auf jeden Fall zumindest gucken, wie ich es schneide. Eventuell schneide ich die Kämpfe ein bisschen zusammen, dass es ein bisschen kleiner ist. Aber alles in allem ein halbwegs gutes Spiel. Jetzt nicht mein Favorit, aber es ist ein gutes Spiel. Ich lasse euch jetzt noch die Credits genießen und verabschiede mich dann jetzt an dieser Stelle. Tschüss.
Ja, Leute, und das waren die Credits. Man könnte jetzt nochmal von vorne spielen, aber das werde ich nicht tun. Aber hier könnt ihr dann sehen, an welchem Tag ich das abgeschlossen habe. Das war Shin Megami Tensei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!